Hallo zusammen, hier ist wieder heute und schön wieder für euch hier in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Party-Sync-Kisten aufmachen. Und dazu war ich hier mit dem Priester schon einigermaßen fleißig. Ich habe ein bisschen gequestet gehabt mit dem Char und mit dem Paladin, der da hinten ist. Da habt ihr vielleicht auch schon das ein oder andere Kisten-Opening gesehen. Und noch ein paar Low-Chars auf den Test-Accounts. Mit denen hier, mit den Max-Level-Chars oder zumindest ganz Max-Level ist er nicht, aber hochleveligen Chars mit Party-Sync gibt es ja dann hier diese schönen Kisten dazu. Und ja, da brauche ich noch ein bisschen was raus. Ich brauche noch 4 Priester-Items. Ich habe die letzten Male jetzt ein bisschen umgestellt gehabt. Ich hatte ja x-mal den Shadow-Stab drin und diesmal habe ich jetzt umgestellt auf Disci und ein bisschen auf Heal. Und ich würde sagen, wir machen jetzt 20 Kisten auf. Ich habe sogar schon ein paar mehr gefarmt, aber mal gucken, vielleicht kriege ich ja die 4 Items schon aus den 20 raus. Dann können wir die anderen eigentlich auch noch durchballern. Gut, ich würde sagen, fangen wir an. Erste Kiste. Handschuhe, die brauche ich schon mal nicht. Okay, Nullnummer. Ein Ring bringt kein Timok, das war auch eine Nullnummer. Ach komm, noch ein Ring, was ist mit dir? Ah, was haben wir denn hier? Wir haben einen Stab gekriegt, das weiß ich nicht, ob das ist das der Disci oder der Dingstab? Keine Ahnung, aber eine... Ah, nee, das war der Holy Stab, ne? Disci habe ich quasi nur offen. Okay, das war nochmal der Holy Stab. Die Robe, die brauche ich auch nicht. Wieder einen Ring, den brauchen wir auch nicht. Ah, da ist der andere Stab. Sehr schön, jetzt ist der Speck egal, jetzt brauche ich bloß noch die Stiefel und die Bindungen. Bindungen sind Handgelenke wahrscheinlich, ne? Vermute ich mal. Da haben wir noch einen Stab und an den Galadin, der gerade hier reinsubscribed hat. Grüße gehen natürlich raus und danke dafür. So, 10 haben wir noch. Nochmal der Stab. Ein Trinket brauchen wir auch nicht. Och komm, jetzt kommt halt nur noch der Stab. Also Waffen kommen überdurchschnittlich oft tatsächlich. Ich sag's und krieg nochmal den Stab, ne? Einen Ring? Ach komm, wie oft habe ich jetzt diesen Scheißstab? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. Das kann ich mir noch nicht erzählen. Na super, ein Trinket bringt natürlich auch nichts. 9 Mal der Stab, 10 Mal der Stab und noch ein Ring. Wie viele andere T-Mog-Items außer dem Stab waren jetzt drin? Es waren einmal Handschuhe, einmal Hosen und eine Brust drin. Von 20 Items waren 4 T-Mog-Sachen drin. Das andere sind halt die Waffen und Ringe und Trinket-Geschichten. Also das war echt mal eine richtig miese Ausbeute. Naja gut, ich habe schon ein paar Kisten wieder vorgefarmt. 9 Stück brauche ich noch, dann haben wir wieder insgesamt 20 und dann werden wir die mal aufmachen. Ich hoffe, da habe ich ein bisschen mehr Glück. Ich hatte eigentlich so geschätzt, dass ich für jede Klasse 40 Kisten machen muss, ne? Aber anscheinend werden es ein paar mehr werden. Naja gut, werde ich noch ein bisschen questen, ne? Hilft ja nichts. Für die Aufnahme verabschiede ich mich jetzt an der Stelle schon mal und ja, sobald ich wieder mehr Kisten habe, melde ich mich wieder. Weiter da, bis zum nächsten Mal. Ciao.